Herzlich willkommen zur weiteren Folge Elder Scrolls Online. Und ja, ihr seht, wo ich stehe. Ich zeig mal kurz, ich habe auch verkauft. Das ist zwar immer noch ziemlich voll, das Inventar. Ich hätte mal zur Bank gehen können, aber das muss jetzt nicht sein. Aber ja, ich stehe vor der Kathedrale, beziehungsweise vor der Kapelle des Lichts, wie sie so schön heißt. Und ja, auch auf die Befürchtung hin, dass ich irgendwo irgendjemanden vergessen habe, werde ich mich jetzt da reinbegeben und ja, im Zweifelsfall habe ich jetzt irgendeine tolle Person vergessen, aber ich glaube, ich habe doch relativ viele schon gefunden und dementsprechend würde ich sagen, es ist jetzt Zeit, hier reinzugehen. Und dann gibt es so kein Zurück mehr. Die Kapelle des Lichts. Aber mehr als jeden anderen verehrten sie die Fürstin des Lichts und sie erbauten Merit Nunda eine Kapelle aus farbigem Schimmer und Strahlen und in ihrer Pracht schien sie wie ein Stück von Aetherius, das in die sterbliche Welt gebracht wurde. Abgeschlossen. Betrete die Kapelle des Lichts und dann nehmen wir am Kriegsrat teil. Okay, wahrscheinlich einfach nur nach da vorne gehen. Ich muss mit Emmerich reden, wenn ich das richtig sehe. Wer steht hier so rum? Da ist Angoff, da ist Faraniel, das ist die Elfin, die wir gerettet haben. Malkus Valos, das, ich weiß gar nicht, woher der genau kommt. Hier ist Cadwell, Vanus, Galerion ist hier, das war klar. Hier sind Stühle leer, ob da hätten welche drauf gesessen hätten. Dorathiel, Camu, genau, Camu hatten wir auch gerechnet. Der ist auch ganz wichtig. Gadris ist hier, dann haben wir das Schlangenwesen und da haben wir noch Gabriele. Ach ne, und das ist gar nicht Emmerich, sondern das ist hier der König, den wir auch gerettet haben. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob jetzt auf den Stühlen noch jemand gesessen hätte, wenn ich das richtig gemacht hätte. Und vielleicht auch auf den Bänken da hinten noch. Wir werden es niemals erfahren, beziehungsweise ihr werdet es vielleicht erfahren, wenn ihr euch ein anderes Let's Play anschaut. Aber wir reden jetzt mit dem König. Willkommen, Freund. Wir müssen die Vorbereitungen für den kommenden Angriff diskutieren. Aber ich wollte warten, bis ihr hier seid. Habt ihr irgendwelche Fragen, bevor wir beginnen? Die Frage hier habe ich eigentlich nicht, aber wir stellen sie jetzt einfach mal. Wir müssen die Ebenenverschmelzung beenden, bevor Nirn zerstört wird. Um das zu tun, müssen wir uns um den Ebenenstrudel kümmern. Zum Erreichen des Strudels müssen wir den Abgrund überqueren und sämtliche Verteidigungen durchbrechen, die uns der dunkle Fürst entgegenstellt. Ich fürchte, eine Schlacht ist unausweichlich. Sonst hätten wir uns das Ganze auch sparen können hier. Hätte ich keine Truppen zusammentreiben müssen und hätte ich irgendwie das auch alleine hier sneaky machen können. Also von daher, gut. Gut gesagt, mein Freund. Wartet mit euren Fragen bitte, bis alle, die gerne etwas sagen wollen, die Gelegenheit dazu hatten. Danach können wir so viel über Details diskutieren, wie ihr wollt. Ich will gar nicht groß über Details diskutieren. Ihr sagt mir, was ich machen soll und ich führe das aus. Blinder Gehorsam ist eigentlich scheiße, aber... Also wir denken natürlich noch über das nach, was uns gesagt wird, aber... Ich will eigentlich gar nicht zu viele Details wissen. Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Ich habe euch alle hierher zusammengerufen, weil sich der Augenblick des Schicksals mit schnellen Schritten nähert. Die große Fessel ist zerstört. Zuvor wurde allerdings noch ein Ebenenstrudel erzeugt. Wir müssen diesen Strudel zerstören, bevor er die Essenzen von Nirn nach Kalthafen saugt. Die Kriegergilde soll gegen die Verteidiger des Abgrunds kämpfen. Aber Klingen richten wenig aus gegen Magie. Und hier kommen meine Magier ins Spiel. Unsere Späher berichten, dass eine Art magische Sperre den Zugang zum Weg über den Abgrund blockiert. Magier arbeiten dort bereits daran, diese Sperre aufzuheben. Und wir sind bereit, mitzuhelfen, wenn es zum großen Kampf kommt. Ein vernünftiger Plan. Er berücksichtigt unsere besonderen Stärken. Aber dieser fragt sich, was geschieht, wenn die Magier Molagbals Magie nicht durchdringen können. Eine lächerliche Frage. Natürlich können meine Magier diese Magie durchdringen. Ach, die Magie, die Lösung aller Probleme im Leben. Ich liebe die Magie, sie ist so magisch. Ich habe absolute Zuversicht in Vanus und seine Magier. Ich danke euch, Eure Hoheit. Aber um ehrlich zu sein, ich bin weniger zuversichtlich als Vanus.
Wir werden mit all unserer Kraft kämpfen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Einige werden ihr Leben verlieren, aber hoffentlich wird eine Welt gerettet. Bedenkt, dass der Abgrund nur die erste Stufe dieser Schlacht ist. Der Ebenenstrudel bleibt mitten in Molag Baals Gemächern. Das wird ja immer besser. Darien, passt auf, was ihr sagt. Darien, versuch doch nur, eine ernste Situation aufzulockern. Wir müssen es aber versuchen. Wenn wir nichts tun, ist Tamriel die Zerstörung sicher. Nun, so gesehen sind da ja auch viele hübsche Damen, die gerettet werden wollen. Ja, gut, wie dem auch sei. Wir werden unseren Schlag gegen den Abgrund sofort beginnen. Der König muss mit dem Champion sprechen und ich muss mit den Magiern über einige letzte Einzelheiten diskutieren. Ihr anderen habt sicher auch eure Vorbereitungen zu treffen. Ja, der Rest will nichts mehr sagen. Nö, sie machen sich alle auf jeden Fall auf den Weg. Sie säuselt hier vor sich hin oder schlängelt sich vor sich hin. Aber gut, reden wir nochmal mit dem König. Lass uns vielleicht doch noch so ein paar Sachen erzählen, weil so richtig schlauer sind wir durch den Kriegsrat auch nicht geworden. Also, das wussten wir auch davor schon alles. Dann ist es beschlossen. Wir werden den Abgrund überqueren und uns zum ebenen Strudel im Herzen von Molag Baals Reich aufmachen. Da ihr jetzt den Plan kennt, würde ich euch gerne um etwas Besonderes bitten. Dann schieß mal los. Diese Mission braucht einen Anführer. Ich möchte, dass ihr den Ansturm über den Abgrund anführt. Wir haben schon so viel von euch verlangt und ihr habt schier Unmögliches vollbracht. Doch ihr gehört zu den wenigen, denen ich diese Aufgabe anvertrauen würde. Ich wüsste auch nicht, wem sonst. Also von daher ist es mir natürlich eine Ehre und ich glaube, ich bin da auch genau der richtige Mann für. Ich wusste, dass wir uns auf euch verlassen können. Ihr habt mich niemals enttäuscht. Aber es ist noch so viel zu tun, wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen. Wenn ihr den Angriff führt, haben wir eine gute Chance, die Ebenenverschmelzung zu beenden und unsere Welt zu retten. Okay. Wie genau machen wir jetzt weiter? Soll ich einfach voranstürmen? Wohin? Mit den vereinten Streitmächten der Kriegergilde und der Magiergilde müssen wir den Kampf zum Molag Baal tragen und das Portal zum ebenen Strudel erreichen. Es fängt alles beim Abgrund an. Späher sind bereits vor Ort, um noch vor eurem Eintreffen Informationen zu sammeln. Okay, und wie überwinden wir den Abgrund? Es ist ein schmaler, gut verteidigter Felsstreifen, der vor Daedra schier überquillt und von einem Torhaus beherrscht wird, das den Weg in Molag Baals persönliche Domäne blockiert. Catwell kennt die Gegend. Er ist ein sonderbarer Kerl, aber ich vertraue ihm. Er wartet auf euch am Abgrund. Ja, der gute alte Catwell, also ich bleib bei Catwell, nicht Catwell. Irgendwie Catwell ist cooler. Der hat uns ja jetzt schon einige Male geholfen und bin froh, dass der mit uns zusammenarbeitet. So, neuer Schauplatz, der Abgrund. Ich will mal ganz kurz gucken, ob hier unten irgendwas ist. Nö, hier ist irgendwie nix. Okay, da ist nix. So, Aufgabe sprecht mit Catwell. Schauen wir mal gerade gleich kurz auf die Map. Wir haben ja irgendwie einen neuen Schauplatz auf jeden Fall bekommen. Das mit der leeren Stadt haben wir so gesehen abgeschlossen. Da haben wir jetzt Leben reingebracht. Stand ja zwischendurch nochmal drin. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt tatsächlich einfach mal davon aus, dass wir der nächste Schauplatz eben das im Norden ist. Gucken wir mal, genau hier. Leere Stadt ist abgeschlossen. Nächster Schauplatz ist hier irgendwie noch nicht angezeigt, aber wir wissen ja, wo wir hin müssen. Hier rechts? Warum hier rechts? Überrascht mich. Hä? Sagt etwas Intelligentes. Oh ja, Tatsache. Ich hatte die Stadt irgendwie falsch vor Augen, muss ich gestehen. Aber das macht ja nichts. So, da ist Catwell. Dann, ja, erzähl mir mal was. Nun, das regt mich auf.
Wir haben eine gute Armee, aber was nützt es, auf dieser Seite des Abgrunds zu sitzen und Däumchen zu drehen? Das ist eher peinlich, wenn ihr die Wahrheit wissen wollt. Möchte ich dir nicht widersprechen, aber deswegen bin ich ja hier, um das zu ändern. Die Lage? Wir stecken ganz und gar fest. Noch ehe wir den Abgrund überqueren konnten, um Mola Corunda zu stellen, wurden wir ärgerlicherweise von einigen Fokussteinen aufgehalten. Die kleine rothaarige Magierin meint, wir müssten die Steine zerschlagen. Aber viel Glück dabei. Warum viel Glück dabei? Ich meine, so ein paar Steine zu zerschlagen, habe ich jetzt schon häufiger gemacht. Nur die ganzen Heerscharen an Remora, die auf ihnen sitzen. Ich könnte mich allein darum kümmern, aber ich wollte die Truppen nicht demoralisieren, indem ich meine unvergleichlichen Kampffertigkeiten über Gebühr zur Schau stelle. Aber ihr hingegen, von euch sind sie so etwas ja schon gewohnt. Ich mag ihn. Auf der einen Seite ist er so ein bisschen, ja, ich bin ja der Größte, also er ist der Größte. Auf der anderen Seite, aber du bist mindestens genauso gut wie ich. Also ist selbstverliebt wie sonst was, aber gleichzeitig so gesehen gibt er das Kompliment auch direkt an mich zurück. Finde ich extrem cool. Ich mag den Charakter. Hier sind irgendwelche Kämpfer. Okay. Die hier ist schon platt. Das ist nicht gut. Dabei hat der Kampf noch gar nicht angefangen. Wo müssen wir denn hin? Und wollen wir geradeaus weiter. Okay. Geht zum Abgrund. Mache ich. Was geht hier so ab? Okay, ich könnte eventuell ein wenig zu... Wobei, 48 ja Gegner. Ich überlege, kannst sagen, ja, vielleicht bin ich da zu low für, aber ist ja nicht so, dass wir das eigentlich schon seit ja, fast Anbeginn des Let's Plays machen, gegen stärkere Gegner zu kämpfen. Von daher, ja, 48 ist schon vollkommen in Ordnung. Kann ich den so zerstören, ohne dass die da vorne... Ich glaube, ich zerstöre die, töte die lieber. Okay. Eigentlich stand ich da irgendwie so, dass sie mich nicht angreifen konnten, aber ich konnte sie angreifen. Sehr praktisch. Kann ich das Ding jetzt hier immer irgendwie zerstören, bitte? Da. Ach, ich soll mit irgendwem sprechen, alternativ noch. Wo ist die denn? Fokusstein. Wo ist sie? Alternativ, optional spricht mit Catwin. Würde ich eigentlich echt ganz gerne tun. Wenn ich irgendeinen optionalen Schritt habe, dann so, würde ich den eigentlich mitnehmen. Hör auf mit Feuer. Das hilft dir auch nicht. Das heißt nicht, dass du Blitze machen musst. Sieht mir noch eine sehr simple Aufgabe aus, muss ich einfach mal sagen. Sollen wir noch mal kurz nach da oben gehen und gucken? Ja, ich will ganz kurz wissen, ob sie hier oben irgendwie steht. Ja, da steht sie. Das möchte ich nochmal eben machen. Eben stumpf einfach runtergelaufen, ohne aufzupassen. Dieser seltsame Ritter sagt die merkwürdigsten Dinge. Aber Vanus und der König scheinen ihm zu vertrauen. Also was soll man machen? Ihr müsst der Champion sein, der uns laut König Dinar über den Abgrund führen soll. Ah, macht euch nichts aus den Worten von Catwell, der ist einfach so. Der Abgrund ist ein gewaltiger Spießrutenlauf aus Truppen und gut befestigten Verteidigungsanlagen. Das erste Haupthindernis ist das Portal, durch das man auf die obere Ebene des Abgrunds hinaufgelangen kann. Wir haben keine Möglichkeit, dieses Portal zu kontrollieren, solange die Fokussteine noch aktiv sind. Ja. Muss ich da irgendwas wissen? Verteidiger sind irgendwelche komischen Dedra-Dinger. Und ja, wir können vielleicht noch wissen, was passiert ist, nachdem wir die Steine zerstört haben. Wir übernehmen die Kontrolle über das Portal zur oberen Ebene und rücken weiter vor. Wir konnten die höheren Regionen zwar noch nicht auskundschaften, aber Catwell behauptet, Molag Baals Tochter Molag Grunda hätte das Kommando über das Torhaus. Ja, Molag Grunda wurde irgendwie schon mal erwähnt. Irgendwie habe ich den Namen schon gehört. Da dachte ich mir schon, da war ich mir schon, wer ist das? Das wird irgendwie mit Molag Baal zusammenhängen, aber gut, jetzt wissen wir, okay, es ist die Tochter. Den Legenden zufolge ja. Sie ist eine Zwielichtschwinge. Stark, abscheulich und die Befehlshaberin einer kleinen Armee. Das wird nicht leicht werden. Darien meinte, dass er ihr mit seinem Charme schon die Schwingen ausrupfen wird.
aber ich bin mir nicht sicher, ob mir gefällt, worauf er da anspielt. Mir gefällt das. Ich mag Darians Humor. Darian ist cool. Huch, leicht Schluck auf. Schön. Ja, für den Kampf. Helf mir dem mal eben. Hallo, warum war der nicht gestunt? Warum war der Kerl nicht gestunt? Ich fange diesmal jetzt gar nicht an, alles aufzuheben. Dann muss ich es nämlich nicht wieder zerstören am Ende. Kostet dann zwar eine Sekunde länger, weil ich nicht einfach stumpf R drücken kann, aber... Die Sekunde haben wir, glaube ich. So. Hätte ich hier Gas geben müssen? Hätte ich es dann vielleicht geschafft, dass die Leute nicht sterben? Werde ich wohl auch nicht erfahren. Das. Da ist der dritte Stein. Ach stimmt, dieses Xivilai. Ich dachte irgendwie beim ersten Mal, okay, das ist irgendwie jetzt ein besonderer Wächter von den Dingern, aber... Ich erinnere mich gerade, die hatten wir ja schon mal. Also die Gegner, die so hießen. Also nein, das ist... Also ich meine jetzt nicht nur bei den Pokesteinen, sondern auch in irgendeiner Folge davor hatte ich die schon mal. Als ich eben gegen diese Viecher hier gekämpft habe. Und da drüben ist auch schon das dritte Ding. Ob das da das Portal ist, was da was wir da sehen? Sieht eigentlich... Ja. Im Anker ist es nicht. Wobei es ein bisschen im Anker ähnelt. So, beobachten wir am besten einfach mal, während ich das Ding zerstöre, ob sich da irgendwas tut. Hallo? Und? Ah, da unten ist. Oh, da haben wir hier so ein riesiges Ding drumherum. Wie immer. Ich muss vorsichtig voranschreiten und sehen, dass er sich auf die aktuelle Aufgabe konzentriert. Wie gesagt, da haben wir so ein riesiges Ding drumherum. Das ist so ein ganz kleines Kügelchenportal. Das ist ja niedlich. Gut gemacht. Das Portal gehört jetzt uns. Sir Darian und diese nette Echse sind vorausgegangen. Ich denke, er ist vielleicht ein wenig eingeschüchtert durch unser Können auf dem Schlachtfeld und er versucht es irgendwie zu kompensieren. Wirklich traurig. Will ich nicht mal ausschließen, dass Darian ziemlich beeindruckt ist. Das ist durchaus richtig. Runda ist gerissen und sie weiß, dass wir ihr auf den Leib rücken. Sie ruft schneller Verstärkung herbei, als Darian sie besiegen kann. Ihr solltet euch lieber ans Werk machen. Mal gucken, ob er uns noch irgendwas erzählen kann. Auf jeden Fall. Wollt ihr wissen, wie viele Daedra auf einem Stecknadelkopf tanzen können? Wie es mir gelingt, trotz widrigster Umstände meine gute Laune nicht zu verlieren? Was meine Lieblingsfarbe ist? Schießt los! Also als erstes wüsste ich eigentlich ganz gerne die Lieblingsfarbe. Ich würde mal raten, grau? Nein, keine Ahnung. Warum er so viel über Kalthafen weiß, wissen wir. Er war hier immerhin seit Jahrtausenden wahrscheinlich. Also das ist mir relativ... Ja, ist klar, aber ihr könnt mir was über die Tochter von Molag Bal erzählen. Molag Runda? Eine große Frau mit Flügeln, von leicht reizbarem Gemüt, bewacht das Torhaus? Kaum zu glauben, aber ich hörte, sie wäre die Tochter von Molag Bal. Er kam mir nie so vor, als hätte er viel für Familie übrig. Aber wer bin ich schon, das zu beurteilen? Genau, das steht uns gar nicht zu. Also wir sollten Molag Bal nicht verurteilen dafür, dass er jetzt, also beziehungsweise beurteilen. Das ist schon richtig. So, dann würde ich sagen, marschieren wir mal los. Nicht, dass der gute Darian oben noch Probleme bekommt.